TV Rosbach at Home. Das Sportangebot für zu Hause und unterwegs. Ihr könnt nicht zu uns, also kommen wir zu euch. Viel Spaß! Hallo liebe Kinder, hier sind wir mal wieder mit einem neuen und hoffentlich spaßbringendem Spiel. Genau, heute spielen wir Memory. Aber ein bisschen anders, als ihr es vielleicht kennt, nämlich mit ein bisschen mehr Bewegung und mit ein bisschen mehr Freude. Also viel Spaß, Jasmin erklärt euch jetzt, wie das Ganze geht. Dann kommt mal mit! Also, wir spielen ja heute eine andere Art von Memory, und zwar Laufmemory. Das geht so. Ihr habt zwei Teams, einmal mein Team, einmal Lukas' Team heute. Und wenn ihr euren Startposition habt, euch ausgesucht habt, wo ihr anfangt zu starten, das ist in dem Fall heute hier der orangene, zum Erklären ist es der orangene Sitzsack hier, den ihr seht. Da fangt ihr an. Ihr lauft los zu dem Tisch oder Boden, je nachdem, wo ihr es hingelegt habt. Ihr habt zwei Spielfelder. Abgetrennt, einmal 1 und einmal 2, wo gleich viele Karten natürlich drauf sind und auch gleich viele Memory-Paare drauf sind. Ganz wichtig, das Team, was zuerst alle Karten richtig gefunden hat, der hat natürlich gewonnen. Okay? Also, ich fange an zu starten, laufe los, laufe, suche mir irgendeine Karte aus. Am Anfang ist es wirklich egal, welche Karte ihr habt. Ne? Dann lauft ihr wieder zurück zu eurer Startposition. Legt die hin. Der nächste aus eurem Team läuft und deckt natürlich eine Karte auf. Wenn es die falsche Karte ist, ist nämlich ja jetzt das Huhn, legt es der Spielkamerad die Karte wieder hin und läuft wieder zurück zu seinem Team. Der nächste fängt an zu laufen, deckt eine Karte auf, Scheibenkleister ist schon wieder eine andere Karte, läuft also wieder zu seinem Startpunkt. Der nächste aus dem Team läuft, deckt eine Karte auf. Wenn es das Passende ist, dann läuft es natürlich wieder zurück und ihr habt ein Pärchen. Wie gesagt, am Anfang habe ich gesagt, diejenigen, die zuallererst alle Karten von ihrem Spielfeld aufgedeckt haben und auch richtig der Reihenfolge nach dann aufgedeckt haben, die haben gewonnen. Alles klar? Viel Spaß! Genau, jetzt zeigen wir euch einmal kurz, wie das geht. Ihr müsst diesmal aber bedenken, ich bin Team 1 und Jasmin ist Team 2. Wir haben leider keine Mitspieler, aber ihr habt ja vielleicht Schwester, Bruder, Mama oder Papa, weil am meisten Spaß macht das Ganze mit mindestens 4 Personen. Sind wir bereit? Wir sind bereit. Okay, auf die Plätze, fertig, los. Ah, Mist. Nee, auch nicht. Ah, sehr gut. Nein. So, liebe Kinder, heute habe ich gewonnen. Mal gucken, ob der Lukas es beim nächsten Mal schafft, mich zu besiegen. Wir sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.